Hola a todas y todos, gracias por conectarse. Hablamos hoy con el profesor Tomás Majo de su libro Arrebatar la vida, que ya está en librerías en España y en poco estará en las librerías de América Latina. Lamentablemente, en este caso, no hemos podido coordinar la salida en todos los mercados a la vez, pero en breve llegará también a todos estos países. Nos hemos acostumbrado a hacer estas conversaciones a distancia y de hecho Tomás Majo se encuentra en Berlín, no en Viena como yo pensaba, sino en Berlín en estos momentos. Yo les hablo desde la editorial en Barcelona. Tomás Majo es austriaco, se doctoró en filosofía por la Universidad de Klagenfurt, pero luego estuvo más de 20 años en Berlín como profesor de historia de la cultura en la Universidad Humboldt de Berlín. En 2016 volvió a Austria, donde dirige el Centro Internacional de Investigaciones de las Ciencias de la Cultura en Viena. El libro se escribió en alemán, lengua materna de Tomás Majo, y se publicó hace algo más de 3 años en Alemania. Es un libro extenso, pues tardamos un poco en traducirlo, pero ahora está traducido y está publicado y se encuentra en las librerías, como ya he dicho. El libro no solo va de la vida y de la libertad de quitarse la vida, es decir, del suicidio, sino habla de la modernidad en general. El autor ve en el suicidio la esencia de la modernidad. Guten Tag, Herr Professor Thomas Majo. Herzlich Guten willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Tag. Wir wollen heute über Ihr neues Buch sprechen, dem Sie ein Zitat von Walter Benjamin voranstellen. Nun wissen wir, dass Walter Benjamin nicht sehr weit von hier, also hier Barcelona, nämlich in Portbou an der Grenze, sich vor genau 80 Jahren das Leben genommen hat. Benjamin schreibt: Es erscheint der Selbstmord als die Quintessenz der Moderne. Nun wurde die Gegenwart bereits beschrieben als Zeitalter der Unruhe, der Ungeduld, der Beschleunigung, der Müdigkeit. Liquid war ein Wort, was verwendet wurde, der Angst. Sie sehen das anders. Für Sie ist der mit Benjamin der Suizid das Leitmotiv der Moderne. Warum? Warum ist das für Sie ein so zentrales Thema? Ja, vielleicht ganz kurz. Benjamins Satz stammt aus dem Passagenwerk und beschließt einen Kommentar zu Baudelaire. Er hat ja ganz viel über Baudelaire gearbeitet, und zwar zu Baudelaires Salon von 1846, in dem es ein Kapitel gibt, das ist das 18. Kapitel über den Heroismus in der Moderne. Und da behauptet eben Baudelaire, der Suizid sei die besondere Leidenschaft, Passion particulière, der Moderne, der modernen Welt. Und er fragt sogar, welche Suizide denn nicht moderne Suizide gewesen seien. Bezieht sich dann ganz kurz auf Herakles und Cato und Kleopatra, sagt, aber daneben seien kaum Suizide in den Werken der alten Meister thematisiert worden. Ich sage das deshalb, weil dieser Satz natürlich nicht in Bezug steht zu seinem Suizid, seinem eigenen Suizid auf der Flucht vor den Nazischergen in Portbou. Jetzt aber zu der Frage, warum? Die Moderne ist als Zeitalter einer historisch beispiellosen ökonomischen, technischen und eben auch medialen Globalisierung eben auch ein Zeitalter wachsender Aufmerksamkeit oder sogar Faszination für Suizide. Diese Entwicklung manifestiert sich in Prozessen der Säkularisierung, der Entkriminalisierung und der Enttabuisierung des freiwilligen Todes. Den Anfang haben interessanterweise etwa die Erlässe Friedrichs des Großen. Der hat tatsächlich am Nikolaustag des Jahres 1751 und dann später auch noch Friedrich Wilhelms II. In Preußen, das war 1796, zur Aufhebung der Suizidstrafen beigetragen. Man muss im Vergleich daran denken, dass in Großbritannien etwa der Suizid bis 1961 als eine strafbare Handlung galt, als ein Kriminaldelikt, das vor Gericht verhandelt wurde. Das Schweizer Bundesgericht hat auch erst relativ vor kurzem, nämlich im Jahr 2006,
einen Beschluss gefasst, nachdem das Recht auf den frei gewählten Tod als ein Menschenrecht apostrophiert wird. Und in einem Urteil vom 26. Februar 2020, das eben auch dann für reichen Diskussionsstoff gesorgt hat, hat auch das Bundesverfassungsgericht in Deutschland dann festgestellt, dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben die Freiheit einschließt, sich das Leben zu nehmen und dass der Staat und die Gesellschaft eben auch verpflichtet seien, diese Entscheidung als Ausgangspunkt einer autonomen Selbstbestimmung zu respektieren. Da gibt es jetzt noch Rahmenregelungen, die diskutiert werden. Aber im Prinzip ist das eigentlich eine Tendenz, die sich vor gar nicht so langer Zeit dann behauptet und durchgesetzt hat. Die Moderne hat in der Tat dann aber auch in Literatur, Kunst, Theater, Kino und so weiter das Thema des Suizids auf vielfache Weise umkreist und thematisiert. Und allein deshalb, glaube ich, ist Benjamins Baudelaire-Kommentar auch heute noch gültig. Man könnte vielleicht sagen, dass der grundlegende Unterschied zwischen unserer Zeit und früheren Zeiten darin oder im Verständnis des Lebens selbst besteht. Also im Mittelalter beispielsweise ging man davon aus, dass Gott das Leben schenkte und der Mensch deshalb kein Recht besaß, es sich zu nehmen oder natürlich auch anderen zu nehmen. Im Gegensatz dazu sagen wir heute, dass jeder Mensch sich selbst gehört. Sie zitieren Jean Améry, für den das sogar eine Grundtatsache ist. Wie kann man diesen Wandel im Verständnis des Lebens selbst erklären? Und warum ergibt sich daraus notwendigerweise eine andere Sicht des Suizides? Man muss daran erinnern, dass die monotheistischen Hochreligionen oder Buchreligionen, also Judentum, Christentum und eben auch der Islam, den Suizid verurteilt haben. Die Strenge, mit der etwa noch im 17. Jahrhundert der Suizid etwa von katholischen Theologen als ein Doppelmord beschrieben wurde, nämlich als ein Mord an Leib und Seele, der daher schlimmer sei als der Mord, der nur den Körper des Ermordeten töte, aber nicht dessen Seele, lässt sich zumindest für das Christentum und teilweise auch für den Islam bis heute aus der Notwendigkeit ableiten, eine Art von Abgrenzung zwischen Suizid und Martyrium vorzunehmen. Das große Problem dieser Religionen war, dass sie alle einen starken, eine starke Auseinandersetzung mit dem Thema des Martyriums geführt haben und daher gezwungen waren, das sorgfältiger abzugrenzen. So hat etwa, um wenigstens ein Beispiel aus Spanien zu erwähnen, die Kirchenobrigkeit im 13. Jahrhundert jene Franziskanermönche in Sevilla, damals noch unter muslimischer Herrschaft, wie wir wissen, als potenzielle Selbstmörder kritisiert, die den Märtyrerweg ins Paradies abkürzen wollten, indem sie über die Straßen liefen und laut Mohammed lästerten. Und da hat die Kirchenobrigkeit dann gesagt, liebe Leute, das ist eben kein Martyrium, sondern das ist Suizid und daher strengstens verboten. Die Nachfolge Gottes, dem unser Leben gehöre, weil er es uns geschenkt habe, hat heute oder genauer gesagt seit 2,5 Jahrhunderten der Nationalstaat angetreten und er tut das auch noch bis heute, weil er etwa im Kriegsfall das Leben seiner jungen Männer und manchmal inzwischen auch seiner jungen Frauen als eine Art von Besitz beansprucht. Und daher zum Beispiel Desertion oder Fahnenflucht eben oder auch Selbstverletzung oder Suizidversuche rigoros ahndet und bestraft. Das ist etwas, was man nicht vergessen darf, dass wir aus diesem Problemhorizont noch keineswegs ausgetreten sind. Mhm. Und dass der Blick auf den Suizid sich eben ändert, je nachdem, wem wir angeblich unser Leben schulden. Ja. Eben, wem wir es schulden, das ist der entscheidende Satz. Der Schlüsselbegriff, ja. Die Grundtatsache, dass der Mensch, also diese Grundtatsache, von der Jean Améry spricht, dass der Mensch sich selbst gehört, lässt den Suizid als eine durch und durch persönliche, also individuelle Angelegenheit erscheinen. Es gibt aber noch ein anderes Phänomen, und Sie sprechen davon in Ihrem Buch, nämlich den kollektiven Selbstmord. Omnizid, ich kannte das Wort nicht, habe ich gelernt in Ihrem Buch. Mhm. Unser Zeitalter zeichnet sich ja auch durch die Möglichkeit der kompletten und sogar mehrfachen Zerstörung unserer
Welt und allen Lebens auf dieser Welt aus. Das ist eine Form von zumindest möglichem kollektiven Selbstmord. Ist das tatsächlich eine andere Seite des Suizides oder etwas ganz anderes? Das ist eine sehr spannende und wichtige Frage. Kollektiv- und Massensuizide gab es ja in vielen Situationen, nicht zuletzt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland und Japan. Da gab es tatsächlich sehr beachtliche Zahlen von Massensuiziden nach der Niederlage. Bekannt sind auch die Sektensuizide vom Jonestown-Massaker mit immerhin mehr als 900 Toten. Das war im November 1978 bis zu den Kollektivsuiziden von Sekten wie den Sonnentemplern in der Schweiz, Heaven's Gate in Kalifornien oder auch der Bewegung zur Wiederherstellung der 10 Gebote in Uganda. Das war erst im März 2000 und auch mit mehr als 500 Toten. Die Moderne ist allerdings auch das Zeitalter, in dem die Aussicht auf eine Vernichtung, eine Auslöschung der menschlichen Gattung, das wäre der Begriff des Omnizids, ja, aber möglich alles Lebens auf unserem Planeten, beispielsweise durch einen Atomkrieg, in den Horizont einer möglichen Zukunft gerückt ist. Vor dieser Gefahr haben schon in den 1950er Jahren Philosophen wie Günther Anders eindringlich gewarnt und selbst Transhumanisten wie Nick Bostrom sprechen heute neuerdings von der verwundbaren Welt, die vielleicht nur durch Regimes strenger Überwachung und präventiver Polizeiarbeit geschützt werden könne. Offen bleibt in diesen Szenarien allerdings die Frage, ob die Menschengattung als Akteur oder als Subjekt eines solchen umfassenden Suizids imaginiert werden kann. Denn wir müssen fragen, wer trifft denn diese Entscheidung? Vielleicht auch eine Entscheidung nur durch Unterlassung, wie im Fall des Klimawandels, den Hans-Joachim Schellenhuber, der Begründer und langjährige Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, 2015 als Selbstverbrennung in einem bekannt gewordenen Buch charakterisiert hat. Und man kann fragen, man muss fragen, wer ist denn dieses Selbst? Wer vertritt dieses Selbst, das sich verbrennen will? Selbstverbrennung als politische Protestsuizide gab es ja eine ganze Reihe. Aber kann man sich die Menschheit vorstellen im Akt der Selbstverbrennung? Ich würde da ein großes Fragezeichen dahinter setzen und bin nicht so ganz sicher, ob es die andere Seite des Suizids ist, weil es eben eher was von Zwangsläufigkeit hat, gegen die sich die Einzelnen, die Individuen gar nicht zur Wehr setzen können. Wir haben ja in den letzten Jahren den Begriff des Suizids auch noch in einem anderen Zusammenhang kennengelernt, nämlich dem der Selbstmordattentate. Angefangen mit dem 11. September natürlich. Die Polizei oder die Politiker sagen dann, es gibt keinen Schutz gegen der, der sein Leben opfert, zu opfern bereit ist. Das lässt den Suizid in diesem Kontext als Mittel zum Zweck erscheinen. Aber sind auch diese Selbstmordattentate Ausdruck der Moderne? Ja, in gewisser Hinsicht rein zeitlich sind sie das. Suizidanschläge, in deren Verlauf das Opfer des eigenen Lebens zur Tötung anderer Menschen führt, haben sich seit der Kamikaze-Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg, man kann sagen, weltweit verbreitet. Es gibt ja auch eine direkte Genealogie, die das aufzeigen kann. Gab ein paar Vorläufer, etwa die anarchistischen Attentate in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich bin bei den Recherchen für mein Buch auf die Geschichte einer 21-jährigen Konzertpianistin und Sängerin gestoßen, die am 15. Oktober 1907 den Direktor der Gefängnisverwaltung von St. Petersburg erschossen hat, und zwar in der Hoffnung, danach in die Zentrale der Geheimpolizei, der berüchtigten Okrana, gebracht zu werden, um dieses Gebäude dann mit 13 Pfund Dynamit, die sie in ihrer Corsage eingenäht hatte, in die Luft sprengen zu können. Man könnte also durchaus behaupten, dass diese Dame als Erfinderin der Sprengstoffweste apostrophiert werden kann, auch wenn ihr Anschlag letztlich dann gescheitert ist und sie dann wenig später auch hingerichtet wurde. Lange vor der Durchführung von Suizidanschlägen haben allerdings Philosophen und Essayisten immer wieder betont, dass der Suizid eine Art von subversiver Machtkritik darstellen kann, weil er nämlich die Todesdrohung der Herrschenden außer Kraft setze. Todesdrohung, die sozusagen auch in den Zeitaltern, in denen die Todesstrafe noch galt,
jeden Aufruhr, jeden Widerspruch, jede Kritik bedroht hat. In diesem Sinn hat beispielsweise schon Michel de Montaigne in seinem berühmten Essay »Philosophieren heißt sterben lernen« im 16. Jahrhundert betont, wer sterben gelernt hat, hat das Dienen verlernt. Also wer imstande ist, auf sein Leben zu verzichten, der ist auch imstande, auf das Dienen zu verzichten. Wer sterben gelernt hat, hat das Dienen verlernt, denn Sterben zu wissen entlässt uns aus jedem Joch und Zwang. Insofern kann man sagen, hat das eine Vorgeschichte, eine lange Vorgeschichte, die ja auch mit der ehrwürdigen Tradition der Aufklärung und Machtkritik in Zusammenhang steht. Sie spüren in Ihrem Buch dem Phänomen des Suizids in allen möglichen Bereichen nach, auch in der Kunst, auch in der Literatur, im Kino, im Theater. Das sind etliche Kapitel, die Sie diesen Bereichen widmen. Gibt es denn ein Buch, außer Ihrem eigenen natürlich, gibt es ein Buch, ein Werk der Literatur, das Sie dabei besonders fasziniert hat? Und vielleicht wollen Sie uns auch einen Film empfehlen, der besonders gut darstellt, was Sie unter dem Leitmotiv der Moderne verstehen, wo Sie vom Suizid sprechen. Ja, in meinem Buch habe ich tatsächlich auch verschiedene Beispiele aus der Geschichte der bildenden Künste in der Moderne kommentiert. Etwa auch die Darstellungen seines suizidierten toten Freundes, die Picasso angefertigt hat. Ja. Auch ein Beispiel, wo Barcelona und Spanien ins Spiel kommen. Auch sehr interessante Werke, in denen Künstler sich selbst im Moment des Suizids dargestellt haben. Louis Corinth zum Beispiel macht mal ein Bild von sich, zeichnet ein Bild von sich mit der Schlinge um den Hals, also als jemand, der sich erhängt. Also eine merkwürdige Art von Thematisierung und Vorwegnahme in einem Bild. Aber ich habe mich auch auf eine Reihe von Werken aus Literatur, Theater, Kino und so weiter bezogen. Einige Titel, die ich heute nennen würde, finden sich dagegen nicht in meinem Buch, weil sie erst danach veröffentlicht wurden. Beeindruckt hat mich etwa Bov Bjerg mit seinem Roman Serpentinen, der 2020 erschienen ist und eine ganz merkwürdige Geschichte erzählt. Es ist die Reise eines Vaters mit seinem Sohn. Und man muss wissen, dass sich schon der Vater dieses Vaters und sein Großvater das Leben genommen haben, auf unterschiedliche Art und Weise. Und er irgendwie, während er mit seinem Sohn unterwegs ist, eben versucht, diese transgenerationalen Ketten des Suizids zu durchbrechen. Was muss ich anstellen? Erstens, damit ich mich nicht suizidiere und damit ich nicht meinen Sohn quasi in diese Geschichte einschreibe. Das geht so weit, dass an einer bestimmten Stelle des Romans dann sogar überlegt, den Sohn zu ersticken, um diesen Schrecken zu beenden. Es ist einfach die Frage, und man kann vielleicht noch so viel, ohne allzu viel zu verraten, dazu sagen, dass es gut endet und dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, diese Kette eben zu durchbrechen, die auf dieser Reise dann erfahren und gewonnen wird. Ich war übrigens total verblüfft, wie viele Romane seit 2017 jetzt, wo ich den genaueren Überblick noch hatte, erschienen sind, die sich damit beschäftigen. Es gibt sogar Romane, neue von Anne McEwan zum Beispiel oder Emma Baslavsky. Da geht es dann schon um Androiden und hochintelligente Hubots, Human Robots, die so intelligent sind, dass sie in beiden Romanen dann beschließen, sich selbst auszulöschen und zu töten. Ganz eine merkwürdige Konsequenz. Und einen Film, den ich ebenfalls sehr schätze, der ist ebenfalls erst nach Erscheinen meines Buchs dann herausgekommen, nämlich im Jahr 2018, und wurde gedreht von einem jungen Filmregisseur aus der Meisterklasse von Michael Haneke, der ja selber auch sehr viele Filme zum Thema des Suizids gedreht hat. Der junge Mann heißt Stefan Bohun und sein Film heißt »Bruder Jakob, schläfst du noch?« zitiert den Titel eines bekannten Kinderlieds. Es ist ein authentischer, fast schon dokumentarischer Film, der sich mit dem Suizid befasst, den der Bruder des Regisseurs, ein Anästhesist, der in Portugal gelebt hat, unternommen hat. Und der Film schildert auf dokumentarische Weise die gemeinsame Reise, die Stefan, also der Regisseur, mit seinen drei anderen Brüdern unternimmt,
auf den Spuren des gestorbenen Bruders. Man könnte sagen, es ist sozusagen sogar eine Art Reise auf dem Jakobsweg, der da sozusagen eine doppelte Bedeutung kriegt, weil der Bruder eben Jakob hieß und er endet dann tatsächlich auch in dem Hotelzimmer, in dem sich der Bruder das Leben genommen hat. Das ist eine ganz eindrucksvolle Szene. Man sieht vor dem Fenster so, wie die Sonne langsam sinkt. Die vier Brüder, alles erwachsene Männer, liegen auf dem Bett, ein bisschen ineinander verknäuelt, sehr nachdenklich, vielleicht auch manchmal ein bisschen zornig. Es gibt dann so einen leise gemurmelten Kommentar. Und doch kriegt diese Szene was Versöhnliches. Man versteht auf der einen Seite dieses Bemühen um Verstehen, man versteht auch die Grenze des Verstehens. Sie können es nicht ganz nachvollziehen, warum er das getan hat und was da eigentlich passiert ist. Aber sie sind am Ende in der Lage, dieser Entscheidung dann auch mit einer Art von Respekt und eben nach wie vor aufrechterhaltener Zuneigung zu begegnen. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich hoffe, dass der Film vielleicht auch in Spanien oder anderen Ländern mal gezeigt wird. Das ist bei jungen Regisseuren oft gar nicht so einfach. Ich fand ihn sehr eindrucksvoll. Vielen Dank. Noch eine letzte Frage. In die Philosophie hineinblickend. Es ist auffällig, dass die Philosophie bis ins späte 19. Jahrhundert den Suizid nicht zum Thema nimmt. Auch daran mag sich zeigen, dass der Suizid ein Thema der Moderne oder eben das Leitmotiv der Moderne ist. Sie stellen den ersten Philosophen des Suizids vor als Philipp Mainländer, von dem wir auch wissen, dass er sich das Leben genommen hat. Und nicht nur er, sondern einige seiner Geschwister und ich glaube seine Mutter auch. Also eine ganze Familie von Selbstmördern. Aber dann verweisen Sie auf Heidegger, Löwit, Sartre und Camus, also zumindest Heidegger, Sartre und Camus werden zu den Existenzialisten gezählt. Gibt es denn eine Korrelation zwischen Existenz und Tod? Kann man dasselbe vom Suizid sagen? Und dann ist natürlich die Frage, wo ist der Unterschied zwischen diesen existenzialistischen Positionen und dem Denken zum Beispiel von Michel Foucault, dessen Tod sie auch in die Nähe des Suizides rücken, was ich einen interessanten Aspekt fand, der mir nicht bekannt war. Ja, man kann vielleicht zu der Geschichte der Philosophie noch sagen, es gibt natürlich Stellungnahmen zum Suizid bei den Philosophen der antiken Stoa, die ja das für ganz wichtig hielten, ganz egal, ob es Epiktet oder Marc Aurel oder Seneca war, für ganz wichtig hielten, sich sozusagen diesen letzten Ausweg offen zu halten. Mhm. Und von Seneca ist bekannt, dass er das auch in dem Brief an Lucilius immer wieder betont hat, wie wichtig das sei und dann auch selber praktiziert hat, als ihn der Selbsttötungsbefehl Neros erreicht hat, dann mehr oder weniger gelassen, unterstützt von seinen Bediensteten, seinen Sklaven, eben diesen Suizid dann vollzogen und begangen hat. War kein freiwilliger Tod, aber es war eine Entscheidung, die er mit großer Ruhe und Gelassenheit auf sich genommen hat. Und wir finden dann eben auch in der Utopia von Thomas Morus, das finde ich immer ein besonders interessantes Kapitel, in der eigentlich eine Gesellschaft geschildert wird, die sich drastisch unterscheidet von der Gesellschaft, in der Morus selber lebte, damals in England. Und da gibt es eben auch eine Praxis der Sterbehilfe, die sehr modern anmutet. Also auf Utopia ist es eben möglich, wenn man unter unerträglichen Schmerzen, hohem Alter, Krankheit und so weiter leidet, Hilfe von den Behörden zu erhalten, so wie wir das heute eben auch in Form der passiven Sterbehilfe aus vielen europäischen Ländern kennen. Was ich sehr interessant finde, ist auch, jetzt nochmal abgesehen von der ebenfalls sehr liberalen Position, die David Hume im Unterschied zu Kant und übrigens auch im Unterschied zu Schopenhauer eingenommen hat, dass die Existenzialisten, also Heidegger, Camus, Sartre und so weiter, dem Selbstmordthema, auch wenn sie wie Camus zu Beginn seiner Untersuchung über den Mythos von Sisyphos die Frage nach dem Selbstmord für die essentielle Frage der Philosophie erklären, eher ausgewichen sind.
Auch der Mythos von Sisyphos endet ja eher damit, dass wir uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorzustellen haben, während er seinen Stein den Berg heraufrollt, das nächste Buch schreibt oder den Druck des nächsten Buches vorbereitet, um das auf uns zu beziehen. Also in der Wiederholung auch seine Zufriedenheit findet, lehnt Sartre diese Idee des Suizids eher ab und Heidegger äußert sich nicht wirklich dazu. Das ist mir auch vielfach unter anderem von Karl Löbitt vorgeworfen worden, dass er sich zu diesem Thema gar nicht äußert. Während Michel Foucault nun wiederum im Gegensatz dazu sehr früh schon über den Suizid spricht und durchaus in positiven Tönen darüber spricht, und ihn dann in den letzten Interviews eigentlich auch einordnet in seine Untersuchungen von etwas, was er Technik des Soir, Selbsttechniken genannt hat. Also der Suizid ist für ihn eine Selbsttechnik, gehört für ihn in den Horizont der Selbsttechniken, wo Menschen zu sich selbst in ein Verhältnis treten, in dem sie etwas verändern wollen. Und im Extremfall kann diese Veränderung eben auch den eigenen Tod bedeuten. Und tatsächlich gab es ja immer wieder die Vermutung, dass Foucault ja eigentlich gut informiert war über das, was mit AIDS passiert und trotzdem mit allem Risiko aller Gefährdung der eigenen Person, leider auch anderer Personen, eben dann, man könnte sagen, eine Art von Suizid begangen hat. Ja, vielen Dank. Herr Macho, Dank Ihnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Buch in Spanien und in Lateinamerika, wir liefern ja unsere Bücher auch in alle spanischsprachigen Länder Amerikas, auf großes Interesse stoßen wird. Das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank nochmal an Sie.